Hallo und willkommen zurück zu Risen 2. Mein Name ist Dennis Bram und wir suchen jetzt den Speer. Mir wurde vorhin gesagt von Sebastiano, der Akulia. Ich muss mein Tuch rufen. Kann mir helfen. Ehrlich? Oh Mann, da hast du ja ein schönes Stück Weg vor dir. Er soll sich beim großen Tempel rumtreiben. Und den musst du erstmal finden. Wenn du dich nicht komplett verlaufen willst, gehst du zu Torres. Geh hier raus und folge dem Weg, bis du zur Kreuzung kommst. Okay. Wenn du dann noch ein Stück weiter geradeaus gehst, kommst du zum Turm. Da findest du Torres. Der kann dir mehr sagen. Und bleib auf dem Weg, sonst bist du ganz schnell Futter für die Würmer. Das machen wir. Aber mir ist gerade eingefallen, ich könnte mir mal vielleicht ein neues Wäffchen oder so kaufen. Und da ganz unten, da war auch noch die Sophia. Der könnte ich ja mal kurz noch meinen Rotwein andrehen. Go, go. Upsala. Mein Platz. Mein Platz ist jetzt hier. Geile Nutte. Hier hast du noch eine Flasche. Danke. Okay. Bring mir. Was willst du? Schmerzzittern, Leute einschüchtern brauche ich nicht. Ich. War doch härter. Kennst du ein paar Tricks, um Leute einzuschüchtern? Jemanden einzuschüchtern ist eigentlich ganz einfach. Gib ihm das Gefühl, dass du ihm wehtust, wenn er nicht das tut, was du willst. Die meisten Weicheier kriegst du damit. Die wollen keinen Ärger. Einen echten Haudegen dagegen. Lass lieber erstmal die Finger von denen. Okay. So gut nicht. Okay. Wie viel Gold habe ich? 5500. Das muss ganz schnell investiert werden. Ich brauche noch ein paar neue Fähigkeiten. Mein Schmieden lernen muss ich zwar jetzt nicht gerade. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Aber zappen wir trotzdem mal kurz deine Ware. Habe ich 35, 20 bis 40. 30 bis 40. 30 bis 65, ja. Das Schwert macht mich ja schon ein bisschen an. Ja, fuck, ey. Dann wird's verkaufen, Plunder, Schaufel. Oh, ich hab noch Muscheln. Habe ich gesagt, wo ist meine Muschel? Nichts. Immer ein Pärchen. Na, das war falsch. Ohrringe habe ich nicht. Und Ringe. Muskete. Ach, was haben wir gedacht? Weiter schmutzige Tricks. Jump! So, nein, jetzt habe ich keine Zeit. Na, Webster, geile Sache. Zeig. Die Zwillinge. Meine machen 50. 8 Sekunden. 8 Schritte und 15 Sekunden Nachladezeit. Wieso kostet die mehr? Und macht Pistole weniger? Macht genauso viel Damage. Das ist der Schwachsinn. 65. Dann kaufe ich mir gleich die Zwillinge. Ja. Verkaufen. LOL. Enterpistole. Die Zwillinge. Die habe ich jetzt. Zeig mir nochmal deine Ware. Verkaufen. Die Enterpistole kannst du haben, du Nutte. So, da kaufe ich mir jetzt auch das geile Schwert, ey. Komm, scheiß drauf. Ich brauche unbedingt meine neue Waffe, weil ich bin den Kämpfen immer viel zu schlecht. Ausrüstung vor The Win. Zeig! Wo ist das Schwert? 30 bis 65, genau. Rechte Hand, ein normales Schwert. So, dann kannst du auch das Offizierschwert haben. Verkaufen. Offiziell steht gefixt an Huni, ey.
So. Und da. So. Mal oben wieder. Gerade nicht. Und nun folgen wir dem Weg bis zum Türmchen. Hier ist die Tür. Wie war das? So, du bist also der. Bloß kein Einraster. Der Bericht des Speers, okay, wenn es im Tempel. Ups, ja, doch auf der Karte markieren. Doch, da, alles klar. Alles klärchen, auf in die Wildnis. Was haben wir denn da vorne? Wieder was zum Einsammeln? Juhu, gut Wurz. Goldproviant, das nehmen wir mit. Fällt mal ein. Ja, sobald möglich muss ich auch nochmal neue Schlagtechniken lernen. Das scheint mir nur vernünftig zu sein. Was haben wir da? Ach, so einen geilen Affen. Okay. Das war schon deutlich einfacher. Allein die Waffe, wie viel Damage die gemacht hat. War schon cool. So, das mal ohne. Boah, Junge, genauso sieht das aus. Wie schnell die Affen niedergeschnetzelt werden. Genau so wollten wir das. Gucken, wo war der Turm? Der Turm ist jetzt quasi vor meiner Nase. Ah, da. Das ist wahrscheinlich Torres, so? Hey, wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen, solange du mir keine Probleme machst. Mach ich nicht, ich beklau dich nur. Was machst du hier? Ich bewach den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm. Und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten schicken. Da wir gerade von Arbeit sprechen, willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Sie. Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber man kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. Fleisch. Also, bring ihm die Statue und lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir bringen? So wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Okay. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Hast du nicht so viel Zeit mit dem Fleischpaket? Tue ich nicht. Ich suche Venturo. Da bist du hier falsch. Du musst noch weiter, bis ins Tempeltal. Alles klar. Noch was. Falls er nicht da ist, er hinterlässt Zeichen, wenn er durch den Dschungel schleicht. Mhm. Was sind das für Zeichen? Die Speer der Inquisition markieren mit diesen Zeichen ihren Weg. Wenn du weißt, worauf du achten musst, kannst du dieser Spur folgen. Wie sehen diese Zeichen aus? Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Wie komme ich jetzt erkennen kann? Wie können das dann geheime Zeichen sein? Geh zurück zur Kreuzung und nimm den westlichen Pfad. Die erste Abzweigung links ignorierst du und gehst unter der Felsbrücke durch. Unter der Felsbrücke. Gut. Direkt hinter der Felsbrücke verlässt du den Weg und hältst dich links. Dann kommst du ins Tempeltal. Und mach die Augen auf. Dann siehst du die Zeichen von Venturo. Okay. Dann gehen wir mal schnell ans Feuer. Rüstet. Nichts, was man sich irgendwie wegsnicken könnte hier. Ne. Ich glaube, ich gehe mal kurz oben noch zum Turm. Und dann gehe ich dann das Fleischpaket holen. Rennen wir einmal im Kreis. Ah, da oben ist er. Das war ein Quest dafür. Oh. Ja, Schädelblüte nehmen wir natürlich mit. Eine Kiste nehmen wir auch mit. Alles, wenn es möglich ist.
Was haben wir hier oben noch so? Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Okay. Ha, ich wusste, dass hier am Turm quasi eine Art Checkpoint gibt. Das ist Teil des Tempels, okay. Okay. Der Molucke scheint nicht hier. Welche Quest habe ich denn jetzt? Seekarte. Ab nach Porto Isabella. Fleischpaket. Also dieses Schnellreisesystem ist doch schon nicht immer sehr angenehm. Ist auch eigentlich nur mehr als nervig, wenn man die ganze Zeit so laufen muss. Tito. Ich habe hier eine interessante Statue. Du hast wohl Beute bei den Molukken gemacht, was? Zeig doch mal her. Was gibst du mir dafür? Hm, schwer zu sagen. Mach mal ein Angebot. Okay. Wir nehmen zwei Fleischpakete. Wie sieht's aus mit zwei Fleischpaketen? Nein! Ja. Ich will ein Fleischpaket und 100 Goldstücke. Ja, ich will auch so manches, aber ich kriege es nicht. Du willst zu viel. Also gut, als Zeichen meines guten Willens biete ich dir 50 Goldstücke und ein Fleischpaket. Ja, das ist gut. Gut, dann gib mir das Paket und 50 Goldstücke. Einverstanden. Wenn du wieder mal was brauchst, komm ruhig wieder. Okay. Ich habe jetzt quasi 50 Goldstücke erhalten und ein Fleischpaket. 250 wäre der Maximalgewinn gewesen. Jetzt gucken wir mal, ob der Chip da unten uns gibt. Go, go. Wo ist er? Da ist er. Ein bisschen Glück hat es gelohnt. Hier ist dein Fleischpaket. Alles klar. Danke, Mann. Da läuft mir ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Rippchen, Würste und Steaks. Hier, ich wieg dir das Fleisch mit Gold auf. Gleiches Geld erhalten, plus Ruhmpunkte. Alles klärchen. Ab ins Tal des Tempels. Was ist denn jetzt, 200 Gramm oder 200 Kilo? Oh, ein Jaguar, bin ich hier richtig? Bin ich. Vor allem Jaguar sollten wir abspeichern. Okay, aber den kriegen wir. Gib ihm. Gib auf die Fresse. Das ist die erste nicht links. Jetzt muss ich hier aus. Komm, wir vertrauen ihm jetzt mal nicht, die erste links zu gehen. Unter der Steinbrücke durch. Vernugelköpfe, ey. Wollen mich hier absnacken? Gibt aber nicht. Eine Gaggernuss. Juhu. Pokopilz, Proviant. Von der sicheren Affen. Den snack ich mir auch noch. So, jetzt gib ihm. Das ist wahrscheinlich. Ach, das ist genau richtig. Da. Kann man auf die Distanz daneben schießen? Ja, gib ihm. Scheiße.
Maki wäre. Was da? Ist das das Teil? Zeichen. Venturo hat ein Zeichen hinterlassen. Wenn ich ihn finden will, sollte ich nach weiteren Zeichen suchen. Dieses Zeichen hier weist nach Nordwesten. Venturo ist also nicht in den großen Tempel gegangen. Das sind Feuervögel. Okay. Nordwesten. Da ist noch ein Zeichen. Aber erstmal nehmen wir uns das damit. Es zeigt nach Norden. Nach Norden. Da ist ein Flammenvogel. Und ob wir den besiegen, das seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dann.